Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Fast 4 Jahre ist es her, dass wir hier an dieser Stelle die Einsetzung des Untersuchungsausschusses beschlossen haben. Wenn es nach dem Willen der Koalitionsfraktionen SPD und CDU gegangen wäre, hätte es diesen Ausschuss gar nicht gegeben. Der Sachverhalt, Hintergründe und Verantwortlichkeiten wären nicht auf Herz und Nieren geprüft worden. Wichtige Erkenntnisse wären nie gewonnen und Schlussfolgerungen nie gezogen worden. Wie Herr Schulte und Herr Minister Glawe gerade deutlich gemacht haben, hat der Sachstandsbericht mehrere Teile. Einerseits den Mehrheitsbeschluss der Koalition im Untersuchungsausschuss zu dem, was einem Einzelnen untersucht wurde, aus unserer Sicht tendenziös, um die Landesregierung von ihrer Verantwortung reinzuwaschen. Zweitens die Sondervoten, die die Opposition abgegeben hat. Und drittens Schlussfolgerungen, auf die der Minister eingegangen ist, die wir als Linksfraktion dann mitgetragen haben, weil uns natürlich die Zukunft der Werftindustrie auch am Herzen liegt. Die Landesregierung und auch Sie, meine Damen und Herren von SPD und CDU, haben gebetsmühlenartig behauptet, Sie hätten alles rechtlich Mögliche und wirtschaftlich Sinnvolle getan, um die P&S-Werften zu retten. Für uns als Linksfraktion steht nach 4 Jahren fest, dem ist nicht so. Die Aufklärungsergebnisse haben eindrucksvoll bestätigt, dass es richtig und wichtig war, diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Für meine Fraktion war wichtig, aufzuklären, welche Rolle die Landesregierung bei dem gescheiterten Sanierungs- und Rettungsversuch der Werften gespielt hat. Herr Dachner, das haben wir von Anfang an immer betont. Weil es darum geht, solche Dinge in Zukunft zu vermeiden. Eine zentrale Erkenntnis, Herr Dachner, und da wird Ihre Frage gleich beantwortet, ist, die Landesregierung hat auf ganzer Linie versagt. Sie hat Fehleinschätzungen getroffen, hat leichtfertig und blind externen Gutachtern vertraut, ohne die Unterlagen gewissenhaft selbst zu prüfen. Eine eigene Expertise gab es überhaupt nicht und das Controlling war eine Katastrophe. Ich kann mich nicht erinnern, dass Sie irgendwann mal in einem Untersuchungsausschuss teilgenommen haben, Herr Dachner. Für meine Fraktion steht daher fest, die Landesregierung ist mitverantwortlich für die Insolvenz der P&S-Werften und hat dem Image der maritimen Industrie in unserem Land großen Schaden zugefügt. Da kann der Minister über die Zukunft reden, was Genting hier macht, ist das eine. Aber was damals 2012 passiert ist, ist etwas anderes. Meine Damen und Herren, es war ja nicht die erste Werftenkrise, die unser Land erschüttert hat. Wir haben sehr oft auch hier im Parlament darüber gesprochen. Schon oft haben wir uns auch mit Problemen der maritimen Wirtschaft beschäftigt. Aber Schlussfolgerungen haben Sie, meine Damen und Herren, der Regierung und auch der Koalition für die Rettungsversuche bei den P&S-Werften nicht gezogen. Sie und allen voran, der Ministerpräsident, hatten doch nur ein Ziel. Sie wollten den Klotz der maritimen Industrie in Mecklenburg-Vorpommern endlich loswerden. Das pfiffen ja doch die Spatzen vom Dach. Selbstverständlich. Das pfiffen die Spatzen von den Dächern. Und nur so, Herr Waldmüller, lassen sich die Entscheidung und das Handeln der Landesregierung erklären. Und nur so lässt sich erklären, dass die Landesregierung stets nur das unmittelbar Notwendige getan und entschieden hat. Sie hat in Folge versäumt, mutig kalkulierbare Risiken einzugehen. Wir haben immer gefordert, dass die Werften, und gerade wenn sie in der Krise waren, Chefsache werden muss. Aber wenn eine Sache zur Chefsache gemacht wird, muss das Engagement ganz anders aussehen, meine Damen und Herren. Und hinzu kam, dass warnende Stimmen nicht gehört wurden oder bewusst ausgeblendet wurden. Und dies, obwohl die Landesregierung bei wirklich wichtigen Sachverhalten schlicht überfordert war. Meine Damen und Herren, das Sanierungskonzept für die P&S-Werften war fehlerhaft. Das hat die Landesregierung nicht erkannt. Und wir sind überzeugt, dass auch ein Laie Fehler im Konzept hätte erkennen können und müssen. Nun hören Sie doch mal zu Ende zu, Herr Dachner. So sind wir, meine Kollegin Frau Rösler und ich, keine Wirtschaftsprüfer. Wir sind bestimmt kluge Leute, aber keine Wirtschaftsprüfer und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso. Aber als wir die Unterlagen studiert haben, ist uns schon beim ersten Lesen aufgefallen, dass es Ungereimtheiten gibt. Und diese Ungereimtheiten hätten auch Ihnen auffallen müssen in der Regierung. Und zwar solche, die auf jeden Fall erklärungsbedürftig waren. Aber von Seiten der Landesregierung ist da nichts gekommen. Sie wollten sogar wichtige Unterlagen gar nicht gekannt haben. So waren ja die Aussagen im Untersuchungsausschuss. Nein, entschuldigen Sie, die Vertreter der Landesregierung haben in den Anhörungen ausgesagt, sie könnten sich nicht erinnern, ob sie die Dokumente gekannt haben. Ich spreche hier von der Fortschreibung des Sanierungsgutachtens aus dem Januar 2010. In diesem stand, dass die Werften eben nicht sanierungsfähig sind,
werden die Scantlines-Fähren ohne zusätzliche Finanzierung in die Auftragsbücher genommen werden. Apropos Scantlines-Fähren. Sie, meine Damen und Herren von SPD und CDU, geben der Geschäftsführung Schuld daran, dass diese Scantlines-Aufträge abgeschlossen wurden. Aber Sie haben wohl vergessen, dass die Landesregierung bei den Vertragsanbahnungen eine maßgebliche Rolle gespielt hat. So gab es beispielsweise in der Staatskanzlei Gespräche zwischen dem damaligen Chef der Staatskanzlei, Reinhard Mayer, und dem Vertreter von Scantlines, die ausschließlich das eine Ziel hatten, die Aufträge für die P&S-Werften zu sichern. Sie, Herr Sellering, leider nicht da. Sie, Herr Selling, haben in Ihrer Anhörung gesagt, Sie wüssten nichts von derartigen Gesprächen. Das ist doch einfach lächerlich. Ich kann doch nicht ausblenden, was in meinem eigenen Haus passiert ist. Und der Wirtschaftsminister selbst ist nach Dänemark gefahren zu Scantlines, um diese entsprechenden Verträge mit auf den Weg zu bringen. Dann waren die Aufträge gesichert. Dann hat die Landesregierung die Werften im Regen stehen lassen. Sie hat sich feige hinter den Banken versteckt, wenn es darum ging, die besten Bedingungen für den Bau zu schaffen, nämlich eine zusätzliche Finanzierungslinie zu finden. Und nun soll allein die Werftenleitung schuld sein? Die Landesregierung wäscht ihre Hände in Unschuld. Das ist unredlich, meine Damen und Herren. Dann war Ihr Staatssekretär da. Es war ein Vertreter des Wirtschaftsministeriums, den ich mich da geehrt habe, war Ihr Staatssekretär in Dänemark und hat mit Scantlines gesprochen. Und welche Rolle, apropos Staatssekretär, welche Rolle spielte denn für Sie Staatssekretär Möller im Beirat der Treuhand? Sie hatten sich dazu entschieden, einen Vertreter in den Beirat der Treuhand zu schicken. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht erklären für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Es wurde also im Zusammenhang mit der Sanierung eine doppelnützige Treuhand gebildet. Dieser hatte einen Beirat. In diesem Beirat war auch ein Vertreter der Landesregierung, besagter Staatssekretär. Diese Treuhand kam den P&S-Werften teuer zu stehen. Sie wurde faktisch zum Selbstbedienungsladen für Dritte. Aber zu den unerträglich hohen Kosten, die die Sanierung mit sich brachte, wird meine Kollegin Janine Röser noch etwas sagen. Sie haben also Herrn Rüdiger Möller in diesen Beirat geschickt. Und welche Aufgabe hat er denn dort? Nach Ihrer Auffassung, nach Auffassung des Ministerpräsidenten, sollte er für die Landesregierung Informationen sammeln. Ich darf zitieren, schaden kann das nicht, wenn man ein bisschen mehr an Informationen hat, hat der Ministerpräsident bei seiner Anhörung im Untersuchungsausschuss ausgesagt. Ähnliche Aussagen kommen von anderen Regierungsvertretern. Und das schlägt doch dem Fass den Boden aus. Es wird doch damit deutlich, dass Sie die Rolle des Beirates völlig verkannt haben. Klar, gab es neben dem Beirat der Treuhand auch noch einen Aufsichtsrat des Unternehmens. Welche Fehler dort gemacht wurden, das zu untersuchen, war nicht Aufgabe des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Der Beirat hatte tatsächlich weitreichende Einflussmöglichkeiten, vor allem auf die Entscheidungen der Geschäftsführung. Jeder Schiffbeauftragte, der in die Bücher genommen wurde, jede Bauzeitfinanzierung, jede Abrufung oder Neubestellung von Agrarmitgliedern, Geschäftsführer, anderen Verantwortlichen auf der Werft wurden hier entschieden. Jede Fortschreibung oder Änderung des Sanierungsplanes musste im Beirat diskutiert und abgesegnet werden. Und Herr Möller hatte als Vertreter der Landesregierung alle Möglichkeiten, zuzustimmen oder abzulehnen. Aber er sollte ja nur Informationen sammeln. Und all das geht aus den Vertragsunterlagen zu dieser Treuhand hervor. Offenbar hat die Landesregierung diese nicht gelesen. Anders ist es nicht zu erklären, warum dieses Instrument nicht im Interesse des Landes und seiner Werften genutzt wurde. Bei so vielen Steuergeldern, die auf dem Spiel standen, ist das in der Tat ein Skandal. Alle Unterlagen, die im Sanierungsprozess eine Rolle spielten, monatliche Reportings, Gutachten etc., sind alle an den Beirat gegangen und damit auch an die Landesregierung. Die Frage ist, ob Herr Möller diese Unterlagen tatsächlich weitergereicht hat. Die Erkenntnisse, die der Beirat hatte, hätte bei der Landesregierung sämtliche Alarmglocken schrillen lassen müssen. Und das bereits zu einem frühen Zeitpunkt. Aber nichts, schon gar nichts ist passiert. Und Herr Möller hätte den Alarmknopf drücken müssen. Wenn er es nicht getan hätte, dann eben der Mandatar für die Landesregierung PwC. Und dann kommt der Sommer 2012. Das Wasser steht den Werften bis zum Hals und die Landesregierung bemüht sich um eine Rettungsbeihilfe. Und da verlässt Rüdiger Möller, der Beauftragte der Landesregierung im Beirat, unmittelbar den Beirat. Warum eigentlich? Er war damals schon nicht mehr im Wirtschaftsministerium, er war schon in der Landesvertretung in Berlin tätig. Das ist aber auch ein extra Thema. Die Frage ist doch, warum hat die Landesregierung in einer schwierigen Phase, wo es schon faktisch um das Aus oder die Zukunft der Werft ging, auf die Mitarbeit im Beirat verzichtet? Denn die hat ja nicht mal einen neuen Vertreter in diesem Beirat entsandt. Stellt sich die Frage, warum? Rette sich, wer kann? Wieso
haben Sie denn keinen neuen Vertreter in den Beirat entsandt? Diese Frage konnte im Untersuchungsausschuss nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Als Sie Herrn Brammertz, der Geschäftsführer bis zum August 2012, als Sie dem Herrn Brammertz das Vertrauen entzogen hatten, musste ein neuer Geschäftsführer her. Und dies zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Dieser wurde schließlich bekannt, Rüdiger Fuchs. Sollte dieser wirklich einen Weg aus dem Schlamassel finden? Mitnichten. Der Wechsel des Geschäftsführers sollte nach unserer Auffassung die Insolvenz einleiten. Es gab Krisengespräche in der Staatskanzlei. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, die damals abgelaufen ist. Und der Fuchs hatte vom Herrn Ministerpräsidenten, von Erwin Söllering, sage und schreibe 3 Tage Zeit bekommen, ein Rettungskonzept, eine Einschätzung über die Zukunft der Werften vorzunehmen, ein solches Konzept zu erarbeiten und vorzulegen. Über ein Wochenende. Wochenende ist egal, aber 3 Tage sind zu wenig. Allerdings wurde die Auszahlung der Rettungsbeihilfe bereits vor diesem Wochenende gestoppt. Sie wollten die Werften endlich loswerden. Die Vertreter der Landesregierung waren vor dem Ausschuss nicht in der Lage, ausreichend zu erläutern, warum die Zeit derart knapp bemessen war und warum der Geldfluss gestoppt wurde. Wir mussten feststellen, dass die Regierungsmitglieder ohnehin sehr große Erinnerungslücken hatten und haben. So konnten sich Herr Minister Glawe und Herr Minister Cafier auch nicht an ein Telefonat erinnern, in dem diese Herrn Fuchs mitgeteilt haben, dass sie kein Vertrauen mehr in den Mandatar des Landes PwC hatten. Das war schon sehr bemerkenswert. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch etwas abschließend zu den Auszahlungsmodalitäten der Rettungsbeihilfe sagen. Herr Minister Glawe ist darauf eingegangen. Wir haben da eine andere Position und die Dokumente, die uns vorliegen, geben auch andere Auskunft. Die Landesregierung hat immer wieder behauptet, sie könne das Geld nur in Teilbeträgen auszahlen, in Tranchen, so wie das Herr Glawe gerade geschildert hat. EU-Vorschriften würden nichts anderes erlauben. Dem ist eben nicht so. Es gibt keine EU-Richtlinie, die einer Auszahlung in einer Summe widerspräche. Einige Zeugen haben die Auszahlung in Teilbeträgen sogar als Kardinalfehler angesehen. Die Werften haben keinen größeren finanziellen Spielraum gehabt, obwohl die Rettungshilfe bewilligt war. Sie konnten das Vertrauen bei den Zulieferfirmen nicht wiederherstellen, weil nicht klar war, ob und wann die nächste Tranche, der nächste Teilbetrag ausgezahlt wird. Dies verschärfte die Lage auf den Werften zusätzlich und dies spricht dafür. Sie wollten die Werften gar nicht retten, sondern sie wollten die Werften loswerden. Lassen Sie mich an dieser Stelle ganz deutlich sagen, meine Fraktion ist davon überzeugt, dass die Rettung und die Sanierung der ehemaligen Volkswerften und der Peenewerft notwendig war. Wir sind auch davon überzeugt, dass eine Sanierung beginnend 2009, 2010 möglich gewesen wäre, allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen. Meine Kollegin Frau Rösser wird im Einzelnen dann noch darauf eingehen und Ihnen Einblicke in die Arbeit des Untersuchungsausschusses geben. Unter dem Strich lässt sich festhalten, die Landesregierung hat nicht alles Mögliche und Sinnvolle, alles rechtlich Mögliche und wirtschaftlich Sinnvolle getan, um die Werften zu retten. Sie haben aus politischen Erwägungen heraus auf viele helfende Möglichkeiten verzichtet. Die Große Koalition ist ein wirtschaftlicher und finanzpolitischer Geisterfahrer, dem die Fahrerlaubnis entzogen werden muss. Und der Ministerpräsident Erwin Söllering trägt die politische Verantwortung für die im August 2012 eingetretene Insolvenz. Danke für die Aufmerksamkeit.